R3. Das ist mal ein kurzer und prägnanter Name. So ist die Kiste, die ich heute fliege hier. Das Klappermodell hier. Nein, ist kein Klappermodell, ist richtig schön. Wie man sieht, ist schon, habe ich schon vor einer ganzen Weile geflogen, weil ich habe irgendwann aufgehört, diese ganzen Abzeichen und so aufzumachen auf den Flugzeugen und auf die Panzern. Das ist jetzt sehr flüssig, wie ich jetzt gerade rede. Weiß ich war nicht vorbereitet. Ich weiß nicht, was wollte ich irgendwie sagen. Ist egal, ja. Wie gesagt, die ME410 B6 -R3. Gott, ich hasse diesen Namen. Sagen wir jetzt einfach ME410. Fliege ich heute. War schon ein paar Mal unterwegs. Manche Runden liefen nicht so gut, manche noch schlechter. Nein, es waren noch ein paar ganz gute mit bei. Also es hat sich wirklich bewährt. Wir wissen ja, gerade diese ME hier hat ordentliches Kaliber und man kann wirklich was wegschießen damit. Das heißt natürlich nicht, dass es jetzt klappt, denn ich bin ja nicht jemand, der irgendwie 50 Videos aufzeichnet und dann irgendwie das Knallervideo da raussucht. Wenn ich mich dazu entschließe, was aufzuzeichnen, dann ist das genauso, wie ihr das dann seht. Mal gucken, dass ich den Lancaster kriege hier. So, die Hauptpassung, ich habe letztens schon einen abschießen wollen und habe verfehlt und bin voll in so einen Berg gekracht. Da bin ich auch noch steiler nach unten als jetzt. Da war ich ja fast schon, ja, vertikal. Ich hoffe nicht, dass die BF mir den jetzt klaut hier. Ich meine, ich finde, ich habe da einen Anspruch drauf. Oh, komm her, komm, komm, komm. Scheiße, Alter. Das gibt's doch nicht. Fuck off. Ja, das ist, wenn man einfach... So sieht's aus. Wenn man nicht schnell genug nach unten zielt. Nicht richtig justiert. Aber immerhin, ich lebe noch. Das ist ja auch schon mal was wert. Ich bin noch am Leben. Bombenlast habe ich keine... Wie man sieht, ich glaube, das ist einfach auch ein reines Schlachtflugzeug, also kein Schlachtbomber. Oh, da sind aber einige ganz schön weit entfernt hier. Gut, eine Basis ist gleich weg, ist natürlich blöd jetzt, dass man, eigentlich finde ich es blöd, dass man mit, ich sag mal, großen Kalibern nicht auch doch wenigstens leichten Schaden auf die Basen machen kann, sodass man, wenn man jetzt sowas sieht wie links da eben, eine Basis, die schon fast weg ist, wo man eigentlich nur noch mal gegenfurzen muss, ja, dass man die halt mit seinem normalen Kaliber nicht kaputt kriegt. Weil, ganz im Ernst, wenn Krieg wäre und man würde mit seinem so einem Schlachtflugzeug auf ein Haus schießen, da sind ja auch ein paar Gebäude da unten, dann würden die kaputt gehen. Ist doch irgendwie logisch, oder? Schon mal eine 20mm oder 30mm in der Wand gefeuert, dann bleibt auch nicht mehr viel übrig. Gut, wie auch immer, wie ist ja Heiner Gulasch? Oh, hier. Oh, Gott. Eigentlich will ich, dass er wegfliegt. Ne, guck mal, ab, Mann. Oh, das gibt's doch nicht, Mann! Der brennt nicht mal! Scheiße, Alter! Ja, das ist natürlich blöd jetzt. Jetzt ist er weg. Wieder eine Abschusshilfe. Na ja, schon zwei. Man sieht doch wieder daran, es ist wieder so eine Uhrzeit hier. Ich sag mal nicht, wie früh das ist, aber es ist schon sehr früh. Und das hat wirklich viel mit den Uhrzeiten zu tun. Wann hier, wie was und wie läuft. Gut, tagsüber kann es auch richtig beschissen laufen, weil man dann lauter Pfeifen dabei hat. Verrecke. Shit. Okay, das war nur ein kleiner Treffer. Nicht der Rede wert. Nicht mehr der Lack ist beschädigt worden. Hier, die B920. Das muss jetzt was werden. Komm auch mal. Verdecke! Ja, scheiße. Echt jetzt? Boah, puh. Ich muss auch gestehen, ich bin noch recht eingerostet. Ich mache öfter jetzt War Thunder Pausen. Ich spiele jetzt eigentlich nur ja, zwei Wochen vom Monat. Guck ich mal rein. Weil mich andere Spiele gerade ein bisschen mehr fetzen irgendwie. Und ich habe auch nicht jeden Tag Lust, irgendwie Flugzeuge zu fliegen. Heute hatte ich Bock drauf. Aber es ist natürlich scheiße, wenn man es dann irgendwie über einen Monat nicht gemacht hat. Dann muss man sich erstmal wieder einfriemeln. Und ist natürlich nicht mehr so in Übung. Aber eigentlich habe ich wieder... Habe ich mir vorgenommen, wieder häufiger... Habe ich mir vorgenommen, wieder häufiger mit den Flugzeugen unterwegs zu sein. Denn ich will ja auch weiterfliegen. Ich bin schon ewig keine Jets mehr geflogen. Und ja, ich habe schon Jets. Ich habe schon Jets. So ist das nicht. Aber ich bin sie halt ewig nicht mehr geflogen. Da hätte ich eigentlich auch wieder Bock drauf.
Manchmal ist es so, wenn ein Spiel voll annervt, dann muss man wirklich erstmal eine Pause machen. Dann macht man lieber eine Pause, bevor man wirklich komplett die Lust verliert oder aus Hass dann irgendwie oder komplett in Rage das Spiel löscht und dann sowieso halt wieder neu laden muss und so. Also ich packe die dann erstmal beiseite und ne, lass da mal ein bisschen Gras überwachsen, spiele andere Spiele und dann irgendwann packt mich das Fieber wieder. Also wenn mir die Spiele gefallen haben. Ja, ihr habt die Stats nicht gesehen. Ne, hab ich nicht. Und dann packe ich sie wieder aus und leg dann halt los. Moskito. Reiß dir mal den Flügel ab, du Arschloch! Wieso ist der nicht abgestürzt? Ich meine jetzt mal im Ernst, wieso fliegt der noch? Der wird ja wohl noch fliegen, oder? Da stand jedenfalls nicht, dass er abgestürzt ist. Also rein mit der FE. Ich glaube, wir spielen gerade mal irgendwie knapp 6 Minuten oder so. Mir kommt so vor, als wäre das jetzt schon eine Viertelstunde gewesen hier. Gut, aber ich mache auf jeden Fall noch eine Runde. Ich hoffe, dass die danach besser läuft. Das kann man natürlich nie wissen, wenn man sich die nicht vorher, wenn man sich vorher nicht schon 20 Folgen aufnimmt und dann irgendwann eine rauspickt hier und so, ne? Die F-Mut vielleicht da auch schon weg, Mann. Ey, das sind doch alles meine Ziele. Ich nehme alle meine Ziele. Oh, hier Helmut Weidmann. Du kleiner Mensch. Du kleiner Mensch, du. Das muss jetzt klappen hier. Alle. Blöd ist er nicht, ne? Nicht ganz jedenfalls. Oder er ist nicht so blöd wie ich, sagen wir mal so. Top. Will mich verarschen hier? Oh, was war das? Wie ist der denn jetzt verendet? Es kann sein, dass er einfach ausgestiegen ist. Kann gut möglich sein. Ich habe jedenfalls keine Abschlusshilfe bekommen dafür. Oder? Oder habe ich mich gerade verguckt? Habe ich es nicht gesehen? Scheißegal. Der nervt jetzt für so einen Scheiß. Und ich denke mal, er wird ausgestiegen sein, weil er keinem irgendwie einen Kill geben wollte. Gut, kann er machen, wie er will. Er hat das Flugzeug ja trotzdem verloren. Von daher ist mir ziemlich egal. So, so zusehen, dass die Pfeifen da ein bisschen weiter weg von mir sind, dass sie nicht so lange auf mich da fixiert sind. Heiner geht noch. Oh, ist das witzig. Raster 40 Glock. Die Glock ist doch... 40 Glock, was ist denn 40 Glock? Ich weiß, was eine Glock ist. Schutzwaffe, aber was ist eine 40 Glock? Warum stelle ich mir so eine Frage? Ist doch scheißegal. Heißt halt Raster 40 Glock. Ja, was sind die Arschabwischer des Königs heißt? Du fragst damit aber nie auf den Schwein. Was denn, du alter Motherfucker? Auf der Kredinie noch. Nee. Alter Raster, was ist los, Alter? Echt mal jetzt. Und wieder, ich will eine Killcam haben hier. Bei den Flugzeugen. Ich will eine Killcam haben. Ich muss das unbedingt mal vorschlagen. Was ist das jetzt, ey? Echt? In 9 Minuten 3 Flugzeuge verloren. 3 Kills, aber das ist ja eigentlich. Ich sag mal, zahlt sich nicht aus, Kill-Death-Verhältnis. Aber gut, wie man gesehen hat, es sind ja auch andere, die viele Flugzeuge verlieren. Das sind manchmal so, also viel Domination-Matches und so, da wird viel zerheizt, verheizt und zerfetzt, so. Oh, zerheizt ist einfach eine neue Wortkreation. Heutzutage spricht eh keiner mehr vernünftiges Deutsch. Da kann man natürlich auch mal so eine Worte kreieren, wo man halt ein bisschen Zeit spart, zerheizt, so. Zerfetzt und zerheizt, so. Mein kriegt doch Heiner. Herr Heiner? Ja. Gut. Wir sind wieder Freunde, ist okay. Wir sind wieder Freunde.
Und meine 20. Ich habe einen Schuss mit der 20er. Den nehme ich mir auf. Eine Kugel hält man ja immer für sich auf, ne? Im Krieg. So war das doch. Ich könnte jetzt nachladen, aber auch 30 mm. Entschuldigung, 20 mit 20er schieße ich ja schon. Ja, und das Nachladen dauert eh relativ lange. Also, wo die jetzt auch hier kommt, er hier oder er hier. Puh. Er hat was abbekommen, aber ob das jetzt, also ein Crit war es nicht. Scheiße, wo ist denn der? Oh, er will mich holen. Er will mich holen. Naja. Ja, das dachte ich mir. Arschloch, Dicker. Du verreckst jetzt mal. Danke. Wird ja noch richtig anstrengend hier. Ein bisschen rumdrehen. Ich meine, klar, ist nicht realistisch. Normalerweise, das sind ja Manöver, die hält ja kein Pilot durch. Weil dann kann, keine Maschine kann so fliegen. Ja, sowas hier zum Beispiel. Geht doch gar nicht. Aber ist okay. Ich meine, es sind Kriegsspiele und ich glaube, Spiele sind eh nicht 100% oder irgendwie nicht mal ansatzweise 100% realistisch, nicht mal 40% realistisch. Okay, das ist jetzt übertrieben. Also sagen wir, War Thunder hat einen Realismus Prozentsatz von 70. Ja, machen wir 60. 60% Realismus ist eben drin. Oh, fuck you. Alter, jetzt wollen die mir 5 Abschläge hier schießen oder was? Hol doch mal ab, du Penis-Sacker. Zucker. Ja, was? Was? Achso, klar. Wenn der Lack kommt, dann ist der Flügel ab. Wo nur vorbeifliegen, ist der Flügel ab. Scheiße, was ich nicht schon als verloren habe hier. Wir machen noch eine Runde. Another round with ME410B6/R3. This is Hobby Flight now. Okay, ich höre auf. Tut mir leid, ja. Okay, schon haben alle abgeschaltet. Naja, selber verkackt. So, das sieht eigentlich ganz cool aus hier, das Cockpit von innen mittlerweile. Cockpits, was nicht alles haben. Also die Cockpits haben sie auf jeden Fall geil gemacht. Da kann man Gaijin irgendwie nicht das Handtuch reichen, finde ich. Also ich kenne jedenfalls keine bessere Simulation. Ich meine, also. Oder also eine Darstellung von Cockpits. So. Ich meine, okay, ich habe nie Sturmobik gespielt, aber ich kenne Sturmobik Videos. Und naja, okay, das Spiel ist natürlich weitaus älter. Wann ist das erschienen? Ich weiß gar nicht, wann die das zuerst war. Ich glaube 2006, 2007. Also dementsprechend ist ja auch die Grafik an. Das ist natürlich eine ältere Engine auch verwendet worden. Und ja, da sahen die Cockpits natürlich scheiße aus. Ne? Und auch in vielen anderen Spielen sehen die Cockpits scheiße aus. Ich meine, es kann gut sein, wenn jetzt jemand Kohle hat. Richtig Kohle, irgendein Entwickler und ein neues Spiel auf den Markt bringen würde, dann kann es natürlich sein, dass die noch ein Ticken besser aussehen. Allerdings glaube ich nicht, dass das irgendjemand machen wollen würde, weil Gaijin ist schon ziemlich groß und das mit die Donier hier schon ziemlich groß und ich glaube, das wäre halt ein zu großer Konkurrent, zumal sich das Spiel hier etabliert hat. Ne? Und andere sich noch erst etablieren müssten. Keine Ahnung, ob die das so aufnehmen wollen. Mit Mutterchen Russland. Russland. Mutterchen Russland. Mütterchen Russland. So wäre es richtig. Aber ich kann doch nicht erwischen, bitte, ne? Was man nicht alles mit so einer Donier machen kann hier. Ja, ja, siehst du, hast du gedacht, kommst davon, wa? Fotze. Idiot, doof, Blödmann. So, Entschuldigung. Ja. Mal so tun, als würde ich wegfliegen. Ha, und jetzt dreh ich wieder um und dann greife ich euch an. Oh, jetzt kommt er mit der Heinchel. Vielleicht mag ich ja den Tanz. Sie braucht so eine Unterstützung, ne? So einer. Und noch einer. Ah, er hat den getrollt, ja klar. Okay, jetzt verteilen sie sich ganz schön hier.
ist nicht so einfach, den Überblick zu behalten hier, aber man muss es trotzdem probieren. Du Mother Trucker. Kaputt, gehst du doch kaputt, aber. Ach, Mann, ey. Ich hasse es, wenn sie sich so verwehren. Anstatt er einfach stirbt, mal abstürzt oder so. Muss man natürlich ein bisschen gekonnt hier rumfuchteln. Gib's doch nicht, Mann. Abschusshilfe. Ja, wenn es wieder 50 Arschgeier hier raufstürzen und sie denken, oh, schnell. Abschusshilfe holen mir. So. Den Namen von der Sterling mal aussprechen, also des Besitzers, des Piloten. FK. Oh, manche. Let's dance. Oh. Und den auch noch. Gute Nacht, Marie. Ja, ja, läuft das schon besser. Läuft schon besser. Oh, shit. Alter, geh mir vom Sack. Fang mir mal einen ab da. Los, komm. Puh. Ging ja gerade noch mal gut. Aber es ist halt Teamwork. Wir sind eine eingeschworene Einheit hier. Wir essen ja auch jeden Abend zusammen. Wir können mir noch einen Lacken, ein Skill mit Skill killen. So. Schwein. Alter, was? Komisch, taucht ein großer auf, bist du gleich weg, ne? Erstmal dieselbe Scheiße. Ich glaube, wenn man die Videos mal analysiert und so, dann kriegt man mit, wahrscheinlich wird man häufiger von Russen abgeschossen als von allem anderen, aber das ist mir auch so schon aufgefallen. Vor allem kommt ein Russe, ne? Und, ja. Alles Spaß, ne? Ist alles Spaß. Cool! Mein Bruder. So. Schmeiß mal wieder rein hier. Schmeiß mal ein Flugzeug rein wie ein Bumerang und sofort zum Gegner und dann will ich sie alle wegnetzen. So. Der Feind liegt gegen Angriff. Aber ich liege noch gut drin. Ich bin jetzt nicht killgeil. Ja, ich will einfach nur Zweiter sein. Nee, mal im Ernst, also man versucht natürlich eine gute Position zu erlangen, weil das zeigt dann auch natürlich, dass man irgendwie was Gutes erreicht hat, ne? Dass man irgendwie verhältnismäßig gekonnt gespielt hat. Scheiße. Werde ich jetzt gierig? Wird das jetzt mein Ende sein? Ein bisschen gierig bin ich ja schon, aber natürlich bekloppt eigentlich auch eine F-490 zu verfolgen. Oh Gott, ey. Das war natürlich nichts. So wendig bin ich dann doch nicht. Shit. Ich glaube, das ist hier gleich vorbei. Jo! Hab ich den nicht schon weggeschossen? Jetzt, normalerweise hätte ich gesagt, so eine feige Drecksau, du Abschaum, Alter. Ja, fliegst da vorne rum, dann rennst du zu deinen Buddies, wenn du mal eine Klatsche kriegen würdest, ne? Aber hey, naja, er hat sich halt in Sicherheit gebracht. Ist okay. 30 Punkte. Weiter geht's. Klang Gedanken fassen und dann rein da. Du blöde Drecksau. So. Gucken. So, ein, zwei Kills wären ja noch gut. Ich bin immer noch Dritter, weil der mich hätte überholen können, hat schon aufgegeben, beziehungsweise kann ich weiter. Scheiße, das wird auch nichts. Wenn irgendein Japaner am Steigen ist, braucht man eigentlich nicht versuchen mitzusteigen, weil normalerweise schafft man es nicht. Das sind mit Deutschen oder Amis. Beziehungsweise oder Briten. Da verliert man einfach zu schnell Energie. Scheiße, die machen hier alles weg. Das muss ich ja nochmal zeigen hier. Ja, den hole ich mir. Oh, oh,
Oh. Shit. Fuck, das ist voll die. Ah, fuck you, Alter. Aber ich gehe davon aus, dass er doch einiges abgekommen hat, weil. Ich glaube, so Flugzeugrammer. War kein Crash jetzt, aber so Flugzeugrammer. Oh, ist er weg. Obwohl, da stand Kollision. Na, da muss er weg sein. Wo ich nichts gelesen habe jetzt. Oder ich habe nicht drauf geachtet. Ja, offensichtlich bleibe ich hier ewiger Dritter. Naja, kann man nicht ändern. Noch eine Abschlusshilfe. Ist auch was wert. Ich meine, mach mal wirklich. Ich habe ja schon ein paar Mal irgendwie 10, 12, 13 Abschlusshilfen gehabt. Das muss man auch erstmal hinkriegen, ne? Natürlich wundert man sich dann, wieso sind zum Abschlusshilfen. Shit. Scheiß Key. Oh, das wird auch wieder nicht gut ausgehen hier, ey. Das meine ich nämlich. So. Und guck mal, wie schnell ich Energie verliere. Kann ich hinterherkommen hier. Mal wirklich schnell zusehen, dass man wieder an Energie gewinnt und an Geschwindigkeit. Jetzt habe ich natürlich schon wieder, ne, so ein Auge auf den geworfen. Jetzt habe ich den auch einen Kicker und will ihn natürlich auch wegmetern. Aber der ist verfickt schnell. Komm, du Kleiner. Und natürlich, so wie sie einen mitbekommen, da gibt es immer die machen Manöver. Ich meine, klar, alles beknackte Manöver. Das sind ja alles Science-Fiction-Manöver. Aber ist okay, das kennt man von dem Spiel. So ist das Spiel halt. Aber es ist natürlich eigentlich unrealistisch. So ein Manöver kann man zum Teil nicht fliegen, ohne dass Pilot ohnmächtig wird. Weil jeder Mensch hat eine Belastungsgrenze. Und die ist halt bei einigen, beziehungsweise bei jedem unterschiedlich, ne? Sack, kleiner Wichser. Ach so, den habe ich doch angeschrieben. Oh, it's so mad. Ja, das war's dann hier, glaube ich, auch. Also, danke fürs Zuschauen, hinterlasst ein Abo und wir sehen uns demnächst. Ciao, ciao, haut rein.